Wunderschönen guten Morgen und willkommen zu dieser Folge. Alter, wir fahren dann die Dusche wieder rum, die Bube. Heute Morgen fahre ich nach Völklingen. Hab heute den ganzen Tag einen Beifahrer dabei. Das auch noch. jetzt fahre ich erst noch mal rüber in den Hof, lad den Anbaudichter ab, den habe ich noch geladen. Dann fahre ich nach Völklingen, hol die Laderaube und die geht nach Hause. Das mache ich mal heute Morgen als erstes. Und im Anschluss weiß ich nicht. Sie hieß mal den 946 in Mainz holen, aber das hat sich wohl wieder erledigt. Müssen wir mal gucken, wie wir das noch machen. Lade ich erstmal hier ab und dann fahren wir dahin raus. Hier reinfahren ein Stück. Bin schon halt voll im Dreck, ne? Aber ob ich jetzt mit LKW in den Dreck fahre oder mit dem Tieflader. Sorry. Fahre ich lieber mit dem Tieflader in den Dreck. Ist halt so. Schieb mir hier rückwärts hoch zwischen der Rot-Weißen Pfoster.
Also, hier mal schnell abhängen und dann laden wir.
anderen Seite in der Werkstatt. Jetzt hole ich den, steht 938 drin, der ist fertig. Den hole ich jetzt raus, geht noch rüber auf die andere Seite. Haben wir mit dem Dreiachser die 3 Meter geht es darüber. Legen, hier abhängen und dann geht's los.
Arbeit heute. Hab jetzt Bagger, habe ich jetzt hier raus. Mach ich den Brecher an. Fahre ich hier rein in die Halle. Gucken wir mal. Dauert jetzt kurz, bis das hochfährt. Fernbedienung an. Die ist noch an. Weil das rote Licht hier brennt. Dann fahren wir den da rein, dann gleich ein bisschen LKW putzen. Vielleicht mache ich nach innen drin sauber. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt. Ich werde mal gucken. Mal die Teppiche ausklopfen, mal absaugen. Das mache ich vielleicht. Zahnstecken, verdammt. Achtung. Warte kurz, bis das Bild da ist. So. Wenn die Karre kalt ist, ne? Sorry. So, der fährt jetzt eine Minute hoch. Beide Brecher werden total zerlegt. Kommt halt vieles neu rein dann.
Bagger noch auf dem Parkplatz. Cold. So. Das tut's auch. Ah ja, so. Also, wieder rüber in die Werkstatt, Bagger rausholen.
glaube, das war. Fuck. Fuck. Willkommen am Freitagmorgen. Heute Morgen fahre ich runter nach Wiesbaden, Bauhaus, Baustelle. Moment. Ich muss jetzt noch den Akku tauschen. Steht 9.16, da muss ich noch kurz warten, bis der fertig ist. Das ist jetzt eh schon kurz nach 7, ja, bis der fertig ist und bis ich den laden kann. Ist es wahrscheinlich 10 Uhr und dann werde ich den Ferch dann hierher nach Hause. Dann sattel ich um, dann fahre ich wieder runter Richtung Mainz ins Kraftwerk diesmal und dann dort lade ich dann den 946. Der geht direkt hoch in die Werkstatt, weil der braucht Kosmetik. Das wird der Plan sein heute, der Plan sein für heute. Vielleicht kommt noch was zwischendrin, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich fahre mal los in Richtung Wiesbaden. Bagger steht in Mainz-Kastell an der Bauhaus-Baustelle. Dies ist keine Werbung. Muss man ja dazu sagen heute, sonst gibt es wieder Ärger. Ja, ich denke, nächste Woche geht es dann richtig los. Oh, Bagger sauber gemacht, Alter, mir frieren die Füße ab, ne? Katastrophal, ey. Katastrophal. Fahre ich da vorne rein, lade mir die Backe und dann nach Hause. Ja, das wird heute nicht mehr viel geben sonst. Ich lasse den Beton ja noch durchdrehen. Fährt gerade raus aus der Baustelle. Mir frieren die Füße ab, in Katastrophe, wirklich. Auch so an, aber es sieht nicht so aus, ne, als ob das Eisregen wäre. Ja, fahr doch mal in der Mitte von der Gas, also komm ich hier vorwärts rein. Nein, komm, ich drehe. Ich fahre immer um die Kreisel. Komm ich so rum. Vielleicht doch eine blöde Idee, ne? War vielleicht doch eine blöde Idee. Ja, das geht. Das
muss halt ein bisschen über die Bordsteine rutzeln. Sind. Ich lade jetzt ab. Dann, wie gesagt, zeitlich um. Ja, ne? Also alles, was hier steht, ist schon geputzt. Verschönert. Bereit für die Ausstellung quasi. Alles, was hier vorne steht, oben schon der.
die Pumpe muss noch an. Ja, macht Sinn. Hinten dran der 39, der 946 steht ganz dahinter. Rot. Hoppla. Doch besser rückwärts rauskommen, ha? Doch besser rückwärts daherkommen. Wobei, dann fahren wir halt rückwärts raus. Wo fahren wir rückwärts raus?
gleich 15.40 Uhr. Abdel kommt hier hoch in den Hof auf den Waschplatz. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oh, die Fahrzeuge stehen schon all. Das ist gut. Dann kann ich eine Packe auf den Waschplatz stellen, glaube ich. Dann kann ich auch die Packe auf den Waschplatz stellen. Sieht so aus, als wäre schon ziemlich alles zu Hause. Vorne steht schon alles. Vorne steht schon alles, steht noch Turbo vom Waschplatz. Soll. So, dass ich noch an mein Tiefbett später wieder drankomme. Mach doch nicht so Nebel da. Mach doch nicht so Nebel hier. Ich sehe ja gar nichts. Mal gucken, wie sieht es rechts aus. Ist da was? Nee, gut. Wie gesagt, okay, stelle mal hier vor die Halle, vor den Waschplatz. Morgen früh. Mit einer waschen, denke ich. Geh noch mal kurz rein ins Büro. Augenblick. So, ich hab Lea. Packer steht drüben im Haupthof, sag ich mal. Haupthof. Ich bin jetzt hier noch auf unserem Außenlager quasi, da wo ich immer ablade. Hab noch schnell ein bisschen sauber gekehrt. Jetzt sattel ich noch um. Montagmorgen fahre ich nach Wörth am Main und hole den Dosan, den DL420, glaube ich, war es. Ne? Fahren wir los, fahren wir nicht los. Komm, hopp, hü. Ja. Und der geht zurück zu dem Kunden nach Rodenbach auf den Bauhof. Das mache ich Montagmorgen, das weiß ich schon mal zu 100%. Wie gesagt, sattel ich jetzt noch um, bereite alles vor. Werde ich ein bisschen früher abhauen. War mal ein ruhiger Freitag, ne? War nicht so viel los. Sonst ist freitags immer der längste Tag. Dieses Mal nicht. Darf ja auch mal Glück haben, oder? Ja, dann danke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Oh, es hat etwas Spaß gemacht. Wie gesagt, alles ein bisschen ruhig noch zur Zeit. Geht davon aus, so nächste Woche, Mitte nächste Woche. Ab dann geht's rund. Erst in der Poppes und dann in der. Ja, egal. Bis denn. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Tschüss. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein, sage ich das immer. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Wiederschauen.